Leute, einen schönen guten Abend. Wie man sieht, es ist mal wieder Abend, wenn ich ein Mini-Versus auspacke, und zwar alleine. Die Hauptperson ist jetzt nicht mehr da, aber das ist nicht schlimm. So wie wir es gesagt haben, ich habe meine Mini-Küche, meine Mini-Versus-Küche geholt. Und wir haben ja versprochen, dass wir jetzt die nächsten Tage die Sachen, die dabei waren, jetzt anfangen, ich sage jetzt mal, zu kochen bzw. zu backen. Und dann gibt es ja noch den Milchshake. Mal schauen. Ich hätte ja fast gesagt, ich lose es aus. Aber da wir eh beides machen und heute hätte ich mal Bock, euch den Milchshake zu zeigen. Ich werde jetzt noch kurz mit euch, ich werde jetzt mal kurz die Küche zur Seite schieben. Also, dann waren ja hier, das hier war dabei. Hier ist einmal der Milchshake und hier sind die Donuts. Und ich würde euch einfach jetzt zeigen, was man für diesen Milchshake, machen wir mal so. Und zwar gibt es einen Erdbeermilchshake. Der war in dieser Mini-Versus-Küche dabei. Und dann fangen wir mal zusammen an. So, also ich habe jetzt mal alles schon mal hingerichtet. Das heißt, wir haben hier diesen süßen Becher, ein Strohhalm. Hier ist die Upsala Kokos-Erdbeer. Ja, also hier steht Coco Berry Milk. Hier, ich hoffe, man kann es gut sehen, sind die Erdbeeren. Und hier das Eis. Das haben wir euch alle schon mal in dem vorherigen Video gezeigt, als wir das ausgepackt haben. Und jetzt würden wir dann einfach mal anfangen. Ups, da fehlt noch was. Da habe ich es nicht hin. So, das heißt, dass ich es nicht mehr rausbekomme. Okay, laut der Anleitung hier brauchen wir das da und die Erdbeermilch. Wenn man sie aufbekommt. Blub. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Die wird hier reingefüllt. Oder auch nicht. Hallo. Wie wir sehen, habe ich mal wieder Probleme, wie beim letzten Video auch, diese Soße daraus zu bekommen. Das heißt, ich werde das mal ganz kurz ein bisschen runterschütteln. Jetzt. Da. Naja, ich würde sagen, die Farbe ist interessant. Sieht auf jeden Fall mal nach Erdbeer aus. Ich versuche es noch ein bisschen rauszupressen gerade, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, ich melde mich vielleicht gleich wieder, wenn ich alles draußen habe. Könnte nämlich eine Weile dauern.
Dum-dum-dum-dum. So, wie man sehen kann, hier ist die Erdbeermilch jetzt drin. Gefühlt 10 Minuten später. Gefühlt. So, dann packen wir mal mit euch die Eiswürfel aus. Haben wir so eine Schüssel. Also theoretisch soll das eigentlich alles ganz einfach sein. Jetzt. So. Dann nehmen wir die Pinzette. Ich zeige euch gleich mal einen Eiswürfel. Sind die nicht süß? Und die schmeißen wir jetzt da rein. So, wir können nachher noch mal nachfüllen. Lieber jetzt mal nicht ganz so viel. Kommen ja auch noch Erdbeeren rein. Das, sofern wir die natürlich aufbekommen. So, kleinen Moment, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da ist eine Erdbeere. Guck. Blub. Kriege ich das auch anders hin? Nein. Beziehungsweise es sind Erdbeerscheibchen. Rein da. Ups. Und somit ist die Erdbeere daneben gefallen. So. Dann brauchen wir den Strohhalm, der dabei ist. Und mit dem Ganzen wird das jetzt verrührt. Also versuchen zu rühren. Tatsächlich ist das ein bisschen schwerer, als ich dachte. So, bei denen kann man, glaube ich, sowieso drin stecken lassen. Wenn ich das richtig, ja. Dann können wir nämlich jetzt noch ein paar Eiswürfel oben drauf machen. Ups. Und natürlich noch ein paar Erdbeeren zur Dekoration. Dann machen wir tatsächlich noch mal. So sieht das Ganze aus. So von innen. Oder was meint ihr? Sollen wir es noch ein bisschen auffüllen? Noch haben wir von jedem was da. Ups.
Na? So, die letzte Erdbeere will natürlich nicht. So. Na gut, dann haben wir jetzt keine Erdbeeren mehr. Das Ganze soll für 10 bis 15 Minuten in den Ofen von dieser Mini-Küche. Deswegen haben wir uns die ja gegönnt. Ups. Wir holen die jetzt einmal her. Zeige ich euch das Ganze nochmal. Hier ist der Ofen. Ups. Bin ich auf den Knopf gekommen. Geht alles ein bisschen schwer. Ich würde fast sagen, wir müssen das mal weiter runterschieben. Dann kommt das hier rein. So. Deckel zu. Und dann hier drauf. So, und ich melde mich dann 10 bis 15 Minuten und zeige euch das Ergebnis. So, Leute, die 15 Minuten sind rum. Die Wartezeit habe ich euch erspart. So, dann schauen wir doch mal, was draus geworden ist. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, also für mich auch eine Überraschung. Dann machen wir mal den Ofen hier auf. So, tada. Gut, der ist gut warm auf jeden Fall mal. So, Backofen wieder zu. Schieben wir mal die Küche zur Seite. So, da ist unser Erdbeersmoothie. Mit Strohhalm. So, ich muss noch gucken, ob es auch fest ist. Sieht so aus. Also ich muss sagen, ist doch gelungen. Sieht lecker aus. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das mit Harz gemacht worden ist, würde ich es trinken. Aber geht leider nicht. So, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende oder wohl Wochenende, eine schöne Woche, würde ich mal sagen. Ach, was auch immer, einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, schöne Ferien, Pfingsten. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich bin raus. Auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann lasst den Daumen nach oben da, denkt an die Glocke und abonnieren nicht vergessen. Ciao!